meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück hier beim großen Preis aus Italien, wie auch immer, beides gleich gut mit dem Virus. Jawohl, Grüße, Strategie bearbeiten, drehen wir direkt mal auf X, bei 4 Runden, dann mache ich mal 5 draus, das geht noch, so, zurück, jawohl, so, 13 Runden, 18 Minuten, 38 sind wir, also fast 19, wenn man so ein bisschen, egal, gut, so. Ja. Das haben wir. Da ich auf einer anderen Position starte, ich bin gespannt, wie sich das... Mann, hab ich da eine Lust drauf. Ja, dann gucken wir mal. Ajemene. Es gibt bestimmt hart fiesten General, ey. Oh, das war aber früh jetzt die Ampel. What the? Ja, derbe früh. Aber ich habe einen super Start gehabt. Bringt mir noch nichts ohne Power. Oh, scheiße, Alter. Jetzt mach ich zu, jetzt können mich alle mal am Arsch lecken. Alter, was machen die hier? Ja, ich hab die zugemacht. Die fahren zu dritt nebeneinander, ich komm nicht vorbei. Guck dir das doch mal an. Der Vettel wollte nicht die anderen durchlassen. Alter, die fahren zu dritt und ich komm nicht vorbei. Boah, Mutti. Gemacht, Partner. Guter Start. Ja, gut gemacht. Ja, muss ich den lassen, haben sie gut gemacht. Ach, Entschuldigung. Ja, gib doch Gas, Vettel, du Lauch. Jawohl, danke fürs Rüberziehen, Digga. Ah, der Virus spielt wieder Demolition Derby. Helme! Aber es hat so ein bisschen Zeit eingebracht, ist schon mal gut. Das heißt, jetzt keine Fehler machen und dann geht das. Ja, keine Fehler machen gesagt und schon im Arsch. Alles Klärchen. Ja. Ah, da hat's gescheppert. Warum er da weggezogen ist, einfach weiß ich nicht. Du bist zu früh aufs Gas oder hast du einen Curve und dann hast du Gas gegeben und bist dann weggezimmert. Das geht schnell. Ärgerlich. Dann machen wir das ja natürlich jetzt ein bisschen anders. Ja, Verstappen, was... Ah, du bist auch ein dämlicher... Naja. Lassen wir das Ding. Er kann genauso gut fluchen wie ich auch. Nee, so schlimm ist es jetzt nicht, aber ist das ein Trottel. Ja, dann probieren wir das jetzt mit Trick 17, mal gucken, ob es klappt. Das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Ja. Das war, welche Strecke war das noch? Weiß ich nicht mehr. Ja. Aserbaidschan? Nee. Ja, könnte irgendwie sein. Ja, ich mache auch keinen Boxenstopp mehr, so soll das sein. Na, so schnell kann es gehen, Leute. Nee. Katastrophe. Boah, diese Kurve hier unten, da musst du... Nein! Okay, no. Hier ist Jeff, kannst du mich hören? Das kenne ich irgendwo her. Du verdammte Kach... Alter, dieser scheiß Curve, ey, Mann. Jeff, sei leise! Ist doch nur alles gut. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, ich habe aber vorne rechts rot. Ach so. Ja, dann gibt's bei dir auch noch einen Spoiler. Mann, dieser blöde... Ah, scheiß, ey. Das mache ich aber, wenn ich in die Boxengasse fahre. Komm, die Stoff, ja, ey. Bleibt hier. Das Feld wenigstens schön zusammen, ist auch gut. Nee, bei mir war das Problem, bei mir war der Spoiler komplett ab, ich musste rein. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Oh Mann, ey. Wieso krieg ich dann... Es ist doch verhext, Alter. Ich bin verflucht, ey. Komm mir vor wie bei der Mumie. Das ist verflucht. Das ist verflucht. Er ist nicht zufrieden ohne einen anständigen Fluch. Ah, Gift und Galle, ey. Ah,
Oh, Concentration, Concentration, Camilo. Oh, Ricciardo ist auch so weit hinten hier. Was hat der mit seinem Red Bull gemacht? Oh, fährst du jetzt doch schon rein? Ja, wenn die müssten gleich sowieso auch alle nochmal in die Box, dann habe ich vielleicht Glück, dass ich mal wieder ein bisschen was aufholen kann. Bevor ich mich da jetzt weiter quäle, weil dann bleibe ich nämlich auf der ganzen Scheiße da hängen, ey. Musst du gucken, ob deine Reifen 10 Runden halten, die neuen dann. Losfahren, losfahren. Wär's 4 Runden gefahren, dann hätte ich sowieso Boxenstopp machen müssen, eigentlich. Nee, du bist ja nur 3 Runden gefahren. Ja, dann spielt's keine Rolle. Dann müsst jetzt eine Runde halt länger halten, da kann ich auch nicht ändern. Alter! Eieiei, wenn das so weitergeht, du. Dadurch, dass ich den schwulen Ricciardo vor mir habe, komme ich da auch nicht weit ran. Gut, aber. Oh. Nee, das war nix. Das war nix. Alter, mit dieser Karre hier auf dieser Strecke, das ist zum Kotzen. Du bist schon wieder am Hauptfeld dran und ich komme noch nicht mal ran. Ja, so ungefähr. Einfach zu lahmarschig, das Gerät. Katastrophe. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Ach, du laber doch. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Ich hab den doch kaum berührt. Geh, 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 geh. Ist überhaupt Pimpanell da, ey. Ja, aber so Autos, wenn du da einen berührst, das kann schon mal schnell zum Dings führen. Oh, der Perez ist jetzt auch drin in der Boxengasse. Oh, guck mal, der war direkt vor mir. Jawohl, dann muss ich mich mit diesen hier nicht rumärgern, dann habe ich die schon mal weg. Oh, 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 Alter. Hab der Vettel jetzt vor mir, ob das so gut ist? Alter Schwede, was macht der Vettel denn so weit hinten? Dann hat das ganze Gedings am Anfang doch wohl dem nicht gut getan. Oh Mann! Oh, du willst mich ärgern, echt ohne Scheiß, Mann. Diese Bremsen von diesem Mistwagen sind doch echt mal für den Arsch. Ah! Oh. Fuck. Krieg ich die Herpedermis, ey. Ich sitze hier in meinem Gaming-Stuhl drin. Oder so. Die sind in der Boxengasse. Oh,
Aber ja, aber die sind wieder raus, bis einer. Ja gut, du könntest es schaffen, aber ich nicht. Das wird echt trocken. Na, du hast es noch nicht mal geschafft, okay? Na, jetzt habe ich den Raikön vor mir. Dein Teamkollege ist übrigens ein Zweiter. Ja, aber der muss ja auch noch in eine Box. Dann ist der Virus gleich wieder Erster, guck an. Da habe ich aber Glück, dass ich da, dass er da überhaupt stehen geblieben ist gerade. What the fuck, Alter. Mehr Schwein im Schwein. Muss ein Schwein sein in dieser Welt. Der Wagen ist wieder auf der Strecke und fährt jetzt mit weichen Reifen. Alter, was zum? Ganz ruhig. Ganz ruhig, Virus. Konzentriere dich. Vertraue mir. Naja, hypnotisiert er sich selber, oder was? Ach, jetzt muss ich wegen Raikön früher bremsen. Ist das sein Ernst? So, die nächste Wurst ist Hamilton, alles klar? Die Himmelwurst. Ja, was bringen mir die geilen Rundenzeiten, wenn der Rest nicht passt hier? Na, was wird das jetzt hier? Ist das ein... Mann, zieh doch! Es sind Idioten, sind das, ey! Ups, mir passiert. Du, mein Teamkollege und noch zwei. Meine Fresse, ist das ein beschissener Cowboy, ey. Ey, das ist also... Meine Fresse nochmal. Ich habe nur gesehen, ein weißer, ein blauer und du, glaube. Das ist zum Kotzen. Wieder vorne rechts rot, Alter. Wieso... Haben die es immer alle vorne rechts abgesehen bei mir? Ja gut, damit kannst du ja... Ja, ich muss jetzt gucken, dass ich jetzt zu Ende fahre. Ja. Mister, ey. Sonst kannst du das vergessen. Ja, 5 Runden mit dem scheiß Flügel jetzt, wow, ey. Was machen die denn hier? Wow, weil Alonso langsamer geworden ist, muss er aufpassen. Vorsichtig da. Alonso steht mitten in der Kurve, deswegen kam die nicht vorwärts. Alter Schwede, Alonso. Der Vettel stand auch direkt hinter, Alter. Das war ganz knapp jetzt. Die standen aber rechts innen, oder? Ja, ja. Oh, das hast du ja. Ja, weil die da beide reingedingst sind. Ich wäre beinahe reingezimmert. Oh, bremst doch, du. Deswegen, Bottas kam nur ganz knapp vorbei und Vettel hatte echt Arschkarte. Und deswegen konnte ich die gut cashen. Ja, ist doch gut, dass ich die etwas härteren Reifen genommen habe. Da habe ich wenigstens erstmal noch keine Reifenprobleme. Oh, komm, das mit dem immer diese Kurve. Lalalalala. Na gut, da musst du jetzt mit deinem Flügel sowieso ein bisschen mehr noch aufpassen. Ja, sonst bei diesen Kurven. Ich kann nur Glück haben, dass ich auf der Geraden vielleicht ein bisschen rankomme. Bei Mercedes. Ja gut, fährst ja sowieso ein bisschen besser wie die KI, von daher wirst du den ja wohl kriegen. Siehst du, hängst ja schon dran. Das ist halt das Problem, weil Monza so eine hohe Höchstgeschwindigkeitsstrecke ist. Da muss ich gleich noch aufpassen, dass du da trotz Flügel nicht noch dich ja gleich hinter mir sitzen hast. Yeah.
Weil jetzt kommt zwar der zweite Abschnitt, aber die danach wieder ist wieder. Die weißen Reifen sind echt nicht so geil, aber dafür halten sie gut. Diese scheiß Kuh ausgedehnte Kurve, Alter. Dieser scheiß Kurve. Ich wollte da, ich musste da runtergehen jetzt, sonst hätte mir wahrscheinlich der Arsch rumgerissen, ey. No. Nicht perfekt gekriegt, aber. Ich auch nicht, aber roter Flügel und ja, das mit dem Bremsen, das hat sich dann. Naja. Weil dann macht's Bremsen ja noch schwieriger ohne Flügel, von daher. Ah, die Kurve war ich versaut. Leichtes Kiesbett geknutscht. Bei dem Wetter, also wir haben jetzt richtig geiles Wetter. Ich weiß nicht, was für Wetter ihr jetzt habt, Leute, aber wir werden das auf jeden Fall nachher noch ein bisschen genießen wollen, Dinger. Oh ja, oh ja. Ist zwar nicht mehr so warm wie die letzten, also wie es die Tage da mal war, aber das ist egal. Bei dem Sonnenschein. Obwohl 3 Grad haben wir, geht noch. Kommt auch immer so drauf an, ob kalter Wind ist, Wollkeule. Auf jeden Fall. Oh! Ah, diese Kurve, ich hasse sie wie die Pest. Am Ende der Kurve, beim Rausbeschleunigen, zieht sie mir mal den Arsch weg. Ja, bei mir war das jetzt, ich musste bremsen, sonst wäre fast geradeaus weitergefahren. Das ist halt roter Spoiler, Arschlecken. Ich versuche gerade auf jeden Fall noch an dich ranzukommen, aber das ist nicht möglich. Ist einfach mit diesen Verhältnissen mit roten Spoiler und das ist keine Chance. Ja, aber man sieht's, trotz roten Spoiler und trotz, dass du so auf die Kurven vermasselst, sag ich mal, kommst du, glaube ich, trotzdem oder bleibst du auf so dem Abstand, weil die Power einfach, das ist so ein Unterschied, man sieht das richtig auf der Minimap. Oh, 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 oh. Und deine Reifen, die sind, glaube ich, auch nicht mehr die geilsten gerade, ne? Kiesbett, ach, das geht aber noch. Ja. 40 geht noch. Meine haben noch keine 40. Schon mal gut. Na ja, gut, das sind auch die harten Klöpper, ne? Etwa 3 Runden. Hab die gelben. Ja, ich hab ja, ne, ich hab die weißen. Oh, ich seh's. Weil ich ja in der zweiten Runde schon rein musste und, Ey, Freund, das Kiesbett, da war ich zu schnell, aber... Ja, ich sehe es ja schon, sind beide links, die gehen schon auf gelb zu. Also. Ja, das heißt dann, Virus bleibt im zweiten Platz, aber immerhin nochmal gut vorgekämpft. Jo. Nein, nein, oh, 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 oh. Ui, oh, dazu. Scheiße. Hattest du fast wieder, bist du fast weg gewesen, oh, oder? Das, ich sag jetzt nichts, das kannst du hier hinten in der Aufnahme dann angucken. Ui, 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 ui. Virus macht's noch spannend. Achtung. Oh, hier was? Vorne State einer. Van Dorn. Au, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. In der letzten Runde hat er sich noch einen weggeledert, der arme Kerl. Der, ja, der. Okay, alles klar. Ui, 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 ui. Das war knapp. Oh, Mann. Der scheiß Mob hat nochmal gut gefangen, ey. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ne, fahr ich etwas langsamer. Ich kann jetzt sowieso nichts mehr reißen. Da reiße ich lieber den zweiten ins Ziel. Das ist safe. Ja, ich fahre jetzt hier vorne auch schon nicht mehr so schnell.
Also wenn der Dings in der einen Kurve da nicht so lahmarschig geworden wäre, dass der Vettel sich daran kaputt gefahren hätte. Oh. Oh, was ist denn das hier? Alter, war das ein Schlenker. Meine Güte, jetzt wird's auch nochmal spannend hier auf den letzten Dings. Was war das denn für ein Scheiß? Alter, krieg dich doch mal wieder ein, du Karre! Mann! Oh, Pisslauch, ey. Sorry für die Flucherei, Leute, aber das ist dann recht an einen auf. Man merkt, dass der eine vor ihm einen kleinen Fehler gemacht hat. Man denkt, es könnte da raus und dann nein! Ah, das ist dann halt, jo, man kennt ihn. Das ist dann immer der Fluch, der hängt dann mit einem. So, wollen wir mal ins Ziel rollen hier. Ja, ist auch trotzdem noch gut gelaufen, trotz scheiß Aktion nach dem Dings. Nee. Mann, Mann, Mann. So schnell kann es gehen, Leute. Da zählt jeder kleine Fehler, ist sofort verheerend. Dafür war das Rennen mal wenigstens mal wieder spannend. Jetzt ist es soweit, sie kommen heraus. Die Scuderia Toro Rosso hat sich einen Ruf als Scuderia Toro Rosso. Endlich mal wieder, ey. Schon lange nicht mehr da oben gestanden. So, grüß dich, Camillo, gib dir die Hand. So, ja, Champagner-Dusche, Alter. Der muss weg, der Weiße muss weg. Ich hätte gern Roten gesehen, aber naja, Vettel, der ist ja leider dem einen Dings in der Kurve hinten reingefahren. So, wo ist der Vettel denn rausgekommen? Auf 5, alles klar. So, oh, und Kimi nur auf 6, ach du je. Rennleitung und Vorfälle, was? Ich guck erstmal rein, Liste. Geht aber, wow. Ja gut, dadurch, dass der Vettel, der im einen hinten reingefahren ist und nur Fünfter geworden ist, hat der Gazzi sich natürlich jetzt wieder die Führung erobert. 5 Punkte Vorsprung vor Vettel. Tschakka. Und der Virus hat sich vorgekämpft. Ah ne, der Virus ist immer noch auf Platz 6. Ah, der Hamilton kommt jetzt auch wieder mit Riesenschritten. Ja. Konstrukteure. Ja, immer noch auf Platz 3. Das ist auch kein Wunder, Mercedes kriegen wir nicht. So, Rennleitung. Haben wir denn irgendwas verursacht? Vierter. Nee. Oh. Auf der Konstrukteur-Rangliste sitzt sie auf dem 4. Na, das geht noch. Direkt hinter Toro Rosso. Also Daniel. Oh, ist ja überhaupt nicht viel passiert, dieses Ding. Das wundert mich aber. Oh, ja. Ricciardo hatte technisches Versagen, genauso wie Van Dorn. Okay. Ja. Und der Rest Virus, war doch klar. So, ja. Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ansonsten schauen wir beim Camillo vorbei und gebt den auch mal ein Like. Oder ein fettes Dislike. So, ansonsten twittert es im Karton. Ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Rennwochenende, oder Daniel? Ja, würde ich auch sagen. Bis dahin, Freude. Ja. Ciao.